Hallo und herzlich willkommen zurück bei Little Big Adventure 2. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Leuchtturmwärter. Wir haben jetzt schon viele Hinweise gefunden, dass der irgendwo im Küstenbereich sein könnte, weil er dort gerne Gitarre spielt. Allerdings ist er verschwunden. Tja, da müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt auch schon ein paar Hinweise gefunden. Zu den Klippen an der Holzbrücke. Ah ja, das ist die Richtung. Wir haben jetzt auch schon ein paar Hinweise gefunden, dass sich dort noch böse Monstren verstecken. Wahrscheinlich ist ihm irgendwas zugestoßen, aber das... Mal gucken. Wir werden das schon finden. Oder das, was von ihm übrig ist. Guten Tag! Du weißt nicht zufällig, wo Raff, der Leuchtturmwärter, ist? Ja, der ist vor einiger Zeit vorbeigekommen. Aha. Er hatte seine Gitarre dabei und ging auf die Küstenstraße zu. Ja, mit Tieren sprechen, das können wir noch. Das ist eine der wenigen magischen Fähigkeiten, die wir behalten haben. Das konnten wir durch das Bübuch. Ruinen der alten Zitadelle. Ja, hier hat unser letztes Abenteuer begonnen. Hier mussten wir ausbrechen. Große Staatsgefängnis des Dr. Funfrock. So. Ja, hier ist die Küstenstraße. Aber von einem Leuchtturmwärter ist hier gerade noch keine Spur. Wie kommen wir denn da unten hin? Wo kommen wir denn hier noch so lang? Aha. Da ist eine Höhle. Da ist eine Brücke. Okay. Was steht hier drauf? Hallo? Zugang zur Küstenstraße. Ja gut, da waren wir gerade. Da ist er scheinbar doch nicht. Was können wir hier tun? Ah, damit geht die Schwebebrücke. Verstehst du? Schwebebrücke. Los. Was haben wir hier? Klippen an der Holzbrücke. So, das heißt, wir müssen hier, wenn wir darüber wollen, erstmal über die Brücke. Zack. Und hops. So, das war nicht so schwer. Gibt es hier irgendwas zu entdecken? Oh! Na, das ist ja nett. Das ist ja praktisch. Und hier ist nichts. Schade. Gut, davon konnten wir teilweise profitieren. Also vom Geld konnten wir profitieren. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? 89 Kasches schon. Das ist doch schon gar nicht so verkehrt. Das kann sich doch schon sehen lassen. Okay. Das ging gut. So, aber vom Leuchtturmwärter ist hier dennoch keine Spur. Hallo? Ja. Komm her. Okay. Und wieder voll. Zugang zur Küstenstraße. Ach so. Ah, hier gibt's noch einen Zugang zur Küstenstraße. Oh oh. Oh oh. Ich hoffe, wir haben keine Spinnenphobiker unter euch. Aua. Komm her. Jawohl. Na, das sieht gut aus. Den kriegen wir hin. 13 Herzen. Gut, wir hätten nur eins gebraucht. Wir sind ja ziemlich voll gewesen. Das hier können wir jetzt auch nicht gebrauchen. Da ist noch eine Fledermaus. Die ignorieren wir mal. Und noch eine Schlange. Oh, Kasches. Die will ich. Die will ich. Zwei. Oh, jetzt bin ich reich. Ach komm, die Schlangen ignorieren wir mal. Und jetzt sind wir, glaube ich, an der unteren Etage. Jo. Da, jetzt wäre ich hier fast unten runtergefallen. So.
Hier müssen wir ein bisschen rumhüpfen. Und da hinten, man konnte es vorhin schon entdecken. Hier ist noch ein Eingang. Sieht nicht so gesund aus hier. Okay. Wohnt hier jemand? Ach was. Ach was. Herr Twinsen! Helfen Sie mir! Schnell! Ich bin's, Raff! Sie wissen schon, der Leuchtturmwärter! Das Trallü hat mich gefangen! Es will mich in ein Hasimelber verwandeln! Oh oh. Und da wenn man sich das Skelett da hinten anguckt, dann war er nicht der Erste. Oh oh. Bitte, Herr Twinsen, holen Sie doch Ihr wunderbares Kostüm und Ihre Zauberkugel zurück! Ihr müsst wieder zu unserem großen Helden werden und zurückkehren, um mich vor dem Trallü zu retten! Ich hab solche Angst! Ich will nicht gefressen werden! Ah, okay, das kann ich verstehen. Wir gucken mal, ob wir ohne Kostüm hier weiterkommen. Aber wir sollten dann wirklich bald unsere Tunika holen. Hier gäbe es schon Magie für uns. Hier ist der Weg auch versperrt. Da hinten ist ein Hebel. Ja. Und der magische Ball, der dient ja auch als Fernbedienung, Fernsteuerung. Also wenn man mit dem Ball irgendwas antitscht, dann geht das ja auch auf. Aber spätestens hier brauchen wir dann tatsächlich die Tunika, sonst kommen wir da oben an den Schalter nicht ran. Ich gucke jetzt erstmal nochmal hier. Hier unten waren wir nämlich noch nicht, aber hier ist auch nichts. Hier ist nur die Fledermaus. Der weicht man vorzugsweise aus, denn sonst passiert das, was mir gerade passiert ist. Na gut. Ja, dann können wir hier erstmal noch nichts tun. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich unsere Tunika wieder bekommen und wieder... Ja, vom angehenden Familienvater in die Rolle des Retters und Helden schlüpfen. Aber das ist ja kein Problem. Wir wissen ja auch schon, wo sich die Tunika befindet. Dann gehen wir doch jetzt einfach... Aua! Nö. Wisst ihr was? Lasst mich einfach in Ruhe. Ist denn jetzt die Spinne hier wieder da? Ja, ist sie. Aua. Ah. Ah. So, okay. Das sieht gut aus. Lässt du wieder 13 Herzen fallen? Ja, gut. Dann ist doch alles in Butter. So. Huch, nee, warte, das ist... Hä? Kurz orientieren, wo bin ich denn gerade? Da lang muss ich, glaube ich. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Da vorne ist die Stadt. Ja. Dann mal auf zum Museum. Wir haben ja gesagt, die Tunika gehört von rechts wegen uns. Und laut Holomap ist das hier die richtige Lokalität. So. Guten Tag, ich will meine Sachen wieder haben. Huch. Ich, mein Lieber, bin der Einzige, der das Recht hat, auf diesen Knopf zu drücken. Und Sie müssen Eintritt bezahlen, um hier reinzukommen. Ich muss Eintritt bezahlen? Ich? In mein eigenes Museum? Gut, okay, dass ich den Knopf nicht drücken darf, meinetwegen. Wenn das hier deine große Aufgabe ist... Nein, ist sie nicht? Warum schüttelst du mit dem Kopf? Aber jetzt komm. Spaß beiseite. Ich bin's, Twinsen. Lass mich rein. Guten Tag. Hallo. Hier haben wir eine Sammlung, die dem großen Twinsen und der Entwicklung der Magie auf diesem Planeten gewidmet ist. Sehen Sie sich ruhig um. Ach was, dem großen Twinsen? Was du nicht sagst. Die Karte kostet 15 Kasches. Na, wie wär's? Schon ein bisschen frech. Gut, ich nehme es. Schon ein bisschen frech, aber wir haben es ja im Moment. Von daher können wir das mal ruhig springen lassen.
Aber ich finde es nicht in Ordnung. Da werde ich mich jetzt auch erstmal direkt hier beschweren, hier bei Mademoiselle Bloop, der Chefin. Guten Tag, Mademoiselle Bloop. Also wirklich, der Pförtner ist so gemein wie eh und je. Er erkennt mich immer noch nicht. Außerdem musste ich Eintritt bezahlen. Jau. Entschuldige ihn bitte. Er ist eigentlich ein lieber Dicko. Ich will mein Geld zurück. Er gibt sich nur so. Ich möchte meine Tunika und mein Medaillon von Sendel wiederhaben. Du kommst gerade zur rechten Zeit. Die Tür oben an der Treppe klemmt. Man müsste eine Möglichkeit finden, in das Stockwerk zu gelangen, um sie zu öffnen und die Schutzglocke, um deine Tunika zu heben. Und das soll dann die rechte Zeit sein? Du kommst gerade richtig. Es geht nämlich gerade nicht, was du möchtest. Hä? Alles muss man selber machen hier. Saftladen, Saftplanet. So, jetzt hole ich mir erstmal mein Geld zurück. Na, hier ist nur Magie drin. Alles muss man selber machen. Alles muss man selber machen. Na, kriege ich hier immerhin 3 Kasches zurück. So. Haha. So. Das ist also die Ausstellung. Ist noch recht übersichtlich, will ich sagen. Oh, das Horn von Galley. Ah ja, damit konnten wir Siegel öffnen. In den Flakon hier hatte ich klares Wasser gefüllt. Mhm. Haben wir geklaut, war mal Sirup drin. Aus der Apotheke. Das hier ist das Buch von Bü. Mit seiner Hilfe kann ich mich mit den Tieren von Twinsun unterhalten. Mhm. Hier ist noch ein schönes Bild. Ja, schön. Ja, kommt mir irgendwie kommt mir der Stil bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Ah, ich komme nicht drauf. Schön. So, und hier, hinter dieser Käseglocke. Ah, hier ist das Medaillon von Sendel und die Tunika der Ahnen. Jau. Oh, ein Bild von Sendel. Das haben Sie wohl nach meiner Beschreibung angefertigt. Das ist ein Stein aus dem Bü-Tempel. Und das letzte noch. Querschnittsansicht von Twinsun. 1, die Sendels. 2, Sendelhöhle. 3, Bü-Tempel. Mhm. Jau. Das haben wir alles besucht im letzten Abenteuer. Da konnten wir den ganzen Planeten unsicher machen. Hier sind wir ja bisher auf diese eine Insel beschränkt, aber mal gucken, was noch kommt. Hallo. Also ich finde, Sie sehen der Person auf dem Bild sehr ähnlich. Ach was. Das spricht für den Maler, würde ich sagen. Zutritt nur für Personal. Ich bin Personal, ich darf das. Oh, geschlossen. Oh, oh, oh. Ja gut, aber wir sehen da hinten schon ein offenes Fenster. Dann gucken wir doch mal, ob wir da einen Hintereingang finden. Denn wir brauchen nun mal jetzt unsere Tunika. Wir werden die jetzt wieder für uns beanspruchen. So. Und da sehen wir, da ist das Fenster. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann wollen wir doch mal gucken. Das macht unten die Glocke auf. Und da dreht sich die Tunika auch noch schön. Damit geht die Tür auf. Super Sache. Okay. Du hast gerade die Tunika der Ahnen und dein Medaillon von Sendel wiedergefunden. Die Tunika lädt sich mit Magie auf. Dadurch kannst du von nun an deinen magischen Ball werfen und zurückprallen lassen. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Also wie gesagt, das mit dem Ball, das hat auch vorher schon funktioniert, aber wenn ich den jetzt werfe, geht er bedeutend weiter und mit jeder Magiestufe erhöht sich die Reichweite noch. Guten Tag, Mademoiselle Blue. Glaube ich zumindest. Danke, dass du die Tür geöffnet hast, Twinsen. Mach guten Gebrauch von deiner Tunika. Vergiss nicht, dass die Flugbahn deines magischen Balls sich je nach deinem Verhalten ändert. Das stimmt, das ist auch ein sehr wichtiger Hinweis. Je nachdem, was man gerade erreichen will, sollte man damit ein bisschen experimentieren. So, aber wir haben was Dringendes vor.
Es geht jetzt schnurstracks zurück in die Höhle des Tralys. Ich hoffe, Raff lebt noch. Und wurde nicht zwischendurch in das erwähnte Hasimelba verwandelt. Okay, hier komme ich nicht hoch. Hier komme ich aber hoch. So, und diesmal nehme ich mal die Abkürzung und die geht hier durch die Kuh. Nein, halt. Hilfe! Ich habe gesagt, was? Ach so. Das wusste ich auch noch nicht. Okay, wenn man hier durch das Tor geht, gibt es ein kleines Geschenk. Das ist ja nett. Nettes kleines Gimmick, das kannte ich noch nicht. So, und jetzt ganz ehrlich, zack. So, geht doch viel schneller als durch die blöde Spinnenhöhle. So. So, Raff, wie sieht's aus? Okay, du bist noch da, das ist gut. Herr Twinsen! Helfen Sie mir! Schnell! Ja, mach ich. Keine Panik, Raff. Jetzt bin ich ja da, habe auch den magischen Ball. Jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Also, ein beherzter Wurf hin gegen den Schalter und schon sind wir in unserem ersten Dungeon. Nee, kann man so nicht sagen. Das klingt zu sehr nach Zelda. Aber wir sind hier schon in einem Gebiet mit Monstern und kleinen Rätseln und ja. Und ich stelle mich direkt am Anfang schon wieder sehr gut an. Auch dieses Spiel hat übrigens einen sehr knackigen Schwierigkeitsgrad. Der erste Teil ja schon. Der war schon unglaublich schwierig, phasenweise. Aber mit etwas Geduld und Spucke kriegen wir das schon hin. Ah, schön. Ein Kleeblatt. Das ist gut. Da haben wir wieder zwei. Die Kästchen. Diesmal gibt es mehr Kästchen übrigens zu finden als im ersten Teil. Man kann die Reihe unten komplett voll machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich weiß gar nicht, ob ich noch jedes Plätzchen von den Kästchen weiß, aber ich müsste schon auf viele kommen. Wir werden mal gucken im Verlauf. Ich möchte natürlich so ziemlich alles wieder mitnehmen, was so geht. Da bin ich relativ optimistisch. Achso, ja, hier haben wir übrigens gesehen, ne? Hier, mit sportlich werfe ich hier gegen die Wand und mit vorsichtig werfe ich in hohem Bogen. Das war der Tipp, den uns Mademoiselle gegeben hat. Und ouch. Und damit ist ouch. Na toll, das war nicht weit genug. Ja. Also nochmal. Au! Lass das. Na komm. Hops. Nein. Oh, ist das gemein. Ist das gemein. Ja. Das meine ich mit recht knifflig. Das liegt nicht an den schweren Gegnern oder also nur zum Teil an den schweren Gegnern. Es sind vor allen Dingen diese kleinen Jump-and-Run-Sequenzen, die teilweise etwas hakelig sind. Und manchmal, es sind auch oft die Gegner, die fies sind. Aber bei den fiesen Gegnern sind wir jetzt noch nicht. So, hier ist nochmal so eine blöde Fledermaus. Na, nervt doch wen anders. Echt mal jetzt. Lass das! Mann! So. Ach, guck mal. Hey, den kennen wir doch. Hallo, Joe. Na, immer noch Probleme mit der Magie? Nein, nein, nein. Das geht schon. Joe? Alles klar. Im ersten Teil wurde der eingesperrt in einem Gefängnis, weil wenn der frei wäre, hätte das Bugs im Spiel zufolge gehabt. Wir haben ihn befreit. Ich weiß gar nicht, ob das so eine kluge Idee war. Naja. Okay. Ja, wir sind hier mitten im
Nein, jetzt wollte ich schon wieder erst einen Dungeon sagen. Nein, da wehre ich mich gegen. Es gibt hier keine Dungeons. Das klingt zu sehr nach Zelda. Das ist jetzt hier nicht irgendwie Level 1 oder so. Das ist schon anders. Wir sind in der Höhle unter den Klippen und dabei Raff zu retten. Vor dem bösen Tralü. Dem werden wir uns stellen. Das werden wir in der nächsten Folge erleben. Und bis dahin bedanke ich mich mal wieder sehr, sehr herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht es gut. Und tschüss.